Da haben wir auch schon das nächste Mal. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Und Mission. Ihr dürft es jederzeit sehen, Tarek. Aber das Geld bleibt bei mir, bis ich die Fracht selbst gesehen und die Qualität geprüft habe. Verstanden. Ihr seid ein kluger Mann, Manuel. Vertrauen ohne Zynismus ist Ton. Es sieht gut aus, Tarek. Alles ist hier. Also, was nun? Ihr bekommt Zugang zum Arsenal. Wenn ihr zufrieden seid, wird die Fracht an einen beliebigen Ort eurer Wahl geliefert. Sind eure Männer bereit für die Reise? Aber natürlich. Polykala, ich lasse eine Karte für euch anfertigen. Sind wir aus demselben Grund hier? Einer meiner Männer sah die Ankunft einer Ladung Waffen im Arsenal. Das machte mich neugierig. Waffen? Die würde ich mir gern selbst ansehen. Falls ihr nicht alle umbringt, weiß ich nicht, wie ihr hineinkommen wollt. Ihr wurde zweimal gewarnt. Keine Händler an den Mauern des Arsenals. Schafft das fort. Ihr Heuchler! Würden eure Männer nicht bei mir kaufen, wäre ich nicht hier. Ihr seid schlimmer als die Byzantiner! Verräter! Ah! Hüte deine Zunge, Parasit! Selbst in Friedenszeiten werden die Armen immer unterdrückt. Wenn wir ihnen ein Ventil für ihren Ärger geben, könnte das unserer Sache dienen. Okay. Solidarität vortäuschen für die eigenen Ziele. Was für ein Ehrenmann. Es ist nicht schön, ich weiß. Doch es wird klappen. So. Da. Einwohner von Konstantinopel. Männer und Frauen! Gutes Volk von Istanbul, die Janitaren arbeiten gegen euch. Lasst euch das nicht gefallen. Tat es ihnen an. Das Tor wird nicht lange geschlossen bleiben. Die Leute tun euch einen Gefallen, Ezio. Erwidert ihn und bewahrt sie vor Schaden. Nieder mit dir! Donut! Nieder mit den Türen, Schweine! Nieder mit dir! Nieder mit dir! So. Ach komm. Sind jetzt wirklich meine Assassinen weg? Sehr gut. Knapp.
akzeptieren. Wie hat er das überlebt? Soll das heißen, die Pistole ist nicht mehr One-Hit. Aber die Armbrust ist One-Hit. Nein, die Armbrust ist auch nicht mehr One-Hit. Die sind also wirklich stark. Vielleicht sollte ich einfach mit dem Schwert kämpfen. Na also. Dem. Ich beeile mich einfach und renne durch. Hör auf mit dem Ausweichen. Das habt ihr davon. Geht doch. Ich habe keinen Bock mehr auf euch.
20 Jahre in der Stadt, ein Leben als niemand. Nun endlich fügen sich die Teile zusammen. Ist die Palaiologos-Linie wieder eingesetzt, Manuel? Dann vergesst nicht, wer euch dabei geholfen hat. Natürlich nicht, mein Freund. Im Traum würde ich einen Mann wie euch nicht betrügen. Doch ihr müsst Geduld haben, Novaroma. Wurde nicht an einem Tag erbaut. Ich bin zufrieden. Bringt mich auf mein Schiff. Wenn auch nur eine beschädigt wird, behalte ich das Geld. Mörder. Stoppt ihn! Entkommen? Ich dachte, wir sollen es zerstören. Aber okay, dann halt entkommen. Ich bin gerade immer noch ein bisschen verwirrt, weil ich ja ein Attentat von einer Seilrutsche machen soll. Ich sehe hier nirgendwo eine Seilrutsche. Naja, vermutlich ist genau da hinten ist eine. Okay. So, steht da hinten einer? Nein. Wenn ich Glück habe, kann ich den da unten damit treffen. Nein. Vielleicht kann ich den ja mit einer Nebelbombe dahin locken. Wie weit kann ich die schmeißen? Geht doch. So, und jetzt raus hier. Warum auch immer hier eine tote Wache liegt. So. Was kommt jetzt? Ach genau, jetzt hole ich erstmal da unten den Aussichtspunkt.
Ansonsten haben wir da unten auch schon wieder so eine Assassinen-Mission, die ich aber diesmal vor mir herschieben werde. Ich muss ja immer noch eine Festung verteidigen. Und da wäre es, glaube ich, hinderlich, wenn ich die ganzen Assassinen immer sofort, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, ausbilde. Weil meist Assassinen-Festungen können ja nicht mehr eingenommen werden. Jetzt ist da endlich das Einkommen. Ich vermute, das Schiff da vorne ist der letzte Aussichtspunkt oder so. Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Oder die Mauer? Ach, da vorne. Nee. So langsam müsste mir der eigentlich angezeigt werden. Ach so, da hinten. Okay. Nee. Nein, oh. So etwas passiert mir entschieden zu oft. Nehmen wir dich kurz mit. Hallo? So komme ich hier hoch. So. Endlich alle fertig. Wo will ich als nächstes hin? Da vorne ist ein Buch. Das hole ich noch schnell. Ist er betrunken? Ach nee. So, jetzt aber.
Kann ich hier am Rand hochklettern? Nee. Ach, ich sag mir nicht, ich muss jetzt von da hinten hier rüber rutschen. Ach nee, ich hätte doch da am Rand hochklettern können. Wäre aber cool, wenn ich hier rüberrutschen könnte. Da das Seil mir je nach Winkel noch nicht mal angezeigt wird, bezweifle ich es mal. Na gut, dann also doch hier hoch. Da bin ich. Okay. Schaffe ich es in den Heuhaufen? Nein. Aber ich konnte mich festhalten. Auch gut. Ach ja. Aufheben sollte ich es auch. Gut, ich glaube, das waren alle. Was mache ich dann noch? Ich könnte da hinten die Mission starten, aber ich glaube, dafür bleibt mir nicht mehr die Zeit. Zwei Meister-Assassinen-Missionen. Ach was, wenn ich mich jetzt beeile, schaffe ich es noch da hinten hin. Ist das in der Luft? Jo. Bitte sag mir, ich kann auch über die Mauer klettern und muss jetzt nicht bis zum Ausgang laufen. Scheinbar nicht. Na gut, ist aber auch nicht weit zum Ausgang. Warum geht das nicht? Mal ehrlich. Okay. Hallo. Salute. Ich bin zwei Büchern auf der Spur. Eines nahe Topkapi und das andere im Bayezid-Bezirk. Bayezid zuerst. Topkapi ist eine Sackgasse. Ah, sie. Was haltet ihr davon? Oh, Ezio. Incredibile. Frühe koptische Bindung. Noch gut erhalten. Erstaunlich. Das scheint eine Abschrift aus dem 3. Jahrhundert zu sein. Sophia, was ist hier geschehen? Ach, das passiert ein-, zweimal pro Jahr. Leute brechen ein und hoffen, hier Geld zu finden. Ich habe nicht viel hier, aber dieses Mal haben sie ein wertvolles Gemälde erbeutet. Eine Schande. Arbeitet weiter. Ich werde euer Gemälde finden. Ezio, der Dieb ist längst über alle Berge. Wenn der Dieb Geld suchte und das Gemälde nahm,
Dann ist er noch in der Nähe, um es loszuwerden. Nun, falls ihr es innerhalb der nächsten Stunden findet, trefft mich am Aquädukt. Ich habe dort zu tun. Okay. Auf geht's. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt erst vermutet, das wären mal wieder Janitscharen gewesen, welche ihre Bücher konfisziert haben, weil die ja importiert seien. Nicht ganz bei Trost, der Alte. Dieser Mann sieht mir recht suspekt aus. Ach da. Wo ist es, Lavro? Wir stehen. Ich habe nichts getan. Ihr könnt in... Nichts beweisen. Das muss ich auch nicht. Ich verprügel dich einfach, bis du redest. Ich fand das Gemälde. Mir ist egal, wie du an das Gemälde kamst. Sag mir nur, wo es ist. Ich gab es einem Händler auf dem Bazar. Wovon soll ich sonst leben? Nächstes Mal. Finde einen anderen Weg, Kanaria. Okay. Er hat einfach... Aber das ist... Wo ich schon mal hier bin. Was ist das für eine Schriftrolle? Seite aus ist... Die sind mir neu. Die hole ich noch schnell. Ja, der Zettel. Und schon bin ich wieder weg. Ich habe ein Gemälde zu verkaufen, falls ihr Interesse habt. Ein leuchtendes Porträt. Seht, wie lebendig sie aussieht. Ihre Schönheit ist unverkennbar. Meine Börse. Wache! Hier ist ein Typ am Werk. Ich dachte, man kann es sich kaufen oder so. Diebstahl! Alarm! Mein Geld ist fort! Wache! Ja, ja. Hätte ich ihn töten sollen oder was? Na, hätte ich eigentlich machen können. Stand nirgendwo, dass ich das nicht darf. Oh, verzeiht. Ich bin euch im Weg. Ich gehe. Entschuldigung, ich muss mal kurz da hoch. So. Wäre toll, wenn ich jetzt gleich noch an einem Schneider vorbeilaufen würde. Nein. Gut, dann nicht. Mache ich jetzt auch nicht extra einen Umweg für. Es ist gut getroffen, findet ihr nicht? Das Original ist mir lieber. Buffone. Es war ein Geschenk meines Vaters zu meinem 28. Geburtstag. Ich musste eine Woche für Albrecht Dürer Modell sitzen. Könnt ihr das glauben? Ich? 7 Tage stillsitzen, ohne etwas zu tun? Kann ich nicht. Una tortura. Also, ich habe euch ein weiteres Buch gefunden. Und es ist nicht weit von hier entfernt. Grazie.
Ezio, worum geht es überhaupt? Ihr seid kein Gelehrter, so viel ist klar. Arbeitet ihr für die Kirche? Nicht die Kirche, nein. Doch ich bin ein Lehrer, sozusagen. Eines Tages erkläre ich es euch, Sophia. Wenn ich kann. Entweder stirbt sie, wandert zu dem Tempel über oder heiratet Ezio. Wetten? Na gut. Folge vorbei, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.